Am Sonntag fand in Werder der letzte Wettkampf Hufquerschießen 2. Bundesliga statt. Ausrichter war der SV Stoppelmarkt und Gegner der SV Ladekopf. Ein Verein aus Jörg im alten Land. Auch dieser Wettkampf verlor der SV Stoppelmarkt mit 0:5. Auf Position 1 schoss Stephanie Breuer 382 Ringe. Damit kam Stephanie im Stechen. Doch das Stechen verlor die Schütze von der SV Stoppelmarkt. Auf Position 2 verlor Stefan Ackmann mit 382 gegen 393. Auf 3 Tim Juschkat mit 381 gegen 383. Auf 4 Jan Niklas 383, 386. Und auf Position 5 verlor Anneke Sperverschlage mit 371 Ringe gegen 378. Also am Ende hieß es 0:5. Der SV Stoppelmarkt hat in dieser Saison keinen einzigen Wettkampf gewonnen und steigt damit ab. Nächste Saison spielt man in der Landesverbandsoberliga der Nordwestdeutschen Schützenbundes. Das war es vom Stoppelmarkt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Niederländer.